Schotte oder? Björn. Björn Schotte. Ja, ich frage mal Laura, ob die was weiß. Das ist heute ein Job, das Auffinden von Sessiongeber und Geberinnen. Da können wir auch überlegen, ist das jetzt im realen, ne, in Präsenz, realen Präsenzmeetings oder Konferenzen einfacher oder schwieriger? Ja, dann würde ich jetzt einmal rausgehen auf den Flur und würde einmal so laut schreien. Ja! Wo bist du? Ich bin ja total voll von diesen knackigen Zoom-Lassos. Die Leute sagen immer, oh Sabrina, das war jetzt aber sehr kurz. Sehr kurz. Und ich so, ja, ich sage vorher immer schon an, so du, das ist immer sehr kurz und immer zu kurz. Ist total der egozentrische Move von mir als Trainerin. Ich kann euch einfach also von wegen, ich muss dann noch mal kurz auf Klo. Ich habe mal eben noch ein Nix gibt's, zack. Super praktisch. Ja. Hallo Marianne, hören wir dich jetzt auch? Ja, es gibt eine Auflösung. Ich habe es der Dörte schon erzählt, ihr glaubt es nicht. Meine Datenschutzeinstellungen haben die Kommunikation unterbunden. Das habe ich noch nie gehört. Mikro und Ton aus. Also ich habe mich... Du hast wahrscheinlich schmutzige Wörter gesagt, ne? Ich habe also ich werde immer gefragt, bevor ich was sagen kann. Ich werde nicht auf LernOS, was ein Darkroom ist, ja? Das überfordert. Hast du noch gesagt? Du kommst irgendwie sehr leise. Du kommst sehr leise, wollte ich fragen. Also geht euch auch so, oder? Ja. Jetzt bin ich lauter wieder. Nee, noch nicht. Mach dich mal lauter. Noch lauter? Mach mal wieder Kinder laut. Go. Ja. Wow. Du hörst dich weit weg an. Ja. Vivi, es klingt, als ob du das Mikrofon über irgendein externes Ding liegen hast und dir sprichst und es geht da. Vermutlich liegt es auch wieder an der Technik, dass das Ding nämlich irgendein anderes Mikrofon findet gerade. Ja, genau. Die 38.000 Bluetooths, die man irgendwie irgendwann mal gekoppelt hatte und dann musste der erstmal durch in so eine Dropdown-Menü-Latte da irgendwie klicken, bevor man irgendwas macht. Jetzt knuspert es schon. Was ist denn nun mit unserem Sessiongeber hier? Ja. Auch mit dem. Nee, du bist immer noch sehr lippenbewegig und sehr untonig. Also ich würde mal sagen, es ist dein Barcamp und während Pibi noch versucht, sich hörbar zu machen, fangen wir doch einfach an, oder? Ja, genau. Wir wollen raus aus der Komfortzone in der lernenden Organisation. Also ich habe ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt direkt anfange, weil ich habe was auf dem Herzen. Ja. Ich bin jetzt hier zu der Session gekommen, weil der Begriff Komfortzone mir ins Auge gestochen hat. Ich hatte da vor 14 Tagen ein Erlebnis bei uns in der Organisation. Da haben wir das Leitbild besprochen, also in unserem Team. Und da war ein Satz, wir wollen uns aus unserer Komfortzone begeben. Punkt. So. Und dann gab es einen riesengroßen Aufschrei von... Ich habe einen Hall. Das Echo ist, glaube ich, von Pivi. Irgendwas koppelt sich da. Okay. Jetzt geht's besser. Also ich hatte, da gab es dann einen riesengroßen Aufschrei von 90% der Kolleginnen, die gesagt haben, wir sind in keiner Komfortzone. Und ich habe dann den Begriff mal so, wie er systemisch benutzt wird, erläutert und dann ging es etwas besser, aber ich fände das ganz interessant mal, also wenn man so eine Frage stellt zum Lernen und uns außerhalb der, also aus der Komfortzone herauszubewegen, mal vorher zu definieren, was meinen wir denn mit Komfortzone? Also das einfach nur mal so für mich jetzt, weil es jetzt so ein Erlebnis für mich war. Könnt ihr euch damit anfreunden?
Also ich sehe Langeweile, das ist jetzt genau. Komfortzone. Das ist das, wo wir uns wohlfühlen, was wunderbar ist, wo wir uns so vor uns hintrödeln. Wenn es drunter läuft, dann wird es fad, dann wird es langweilig. Und das Lernen ist sozusagen kurz, wenn man die Komfortzone verlässt, aber noch nicht in die Panikzone kommt. Also wenn zu viel von einem verlangt wird, sei es jetzt an physischem Einsatz, sei es jetzt an irgendwelchen Triggern, die man hat, da können wir lernen, weil wir da draußen sind. Also wir sind nicht da, wir sind nicht mehr dieselben, die wir sind, wenn wir da reingehen. Und hier blockieren wir. Das ist der Begriff, so wie es ich kenne. Und ja, sind wir, wenn wir uns da einig sind, dann. Ja, finde ich. Ja, gut. Gerne. So hatte ich das auch erläutert. Ich wollte da nur mein Erlebnis loswerden. Sorry dafür, wenn ich, aber vielleicht ist das ja für euch auch interessant, mal so das zu hören, wie so ein Begriff, der für uns ja sehr gängig ist im Rahmen der Learning Community, das bei, ich sage jetzt mal, branchenfremden Menschen also schon Panik auslöst. Ja, Silvia, kann ich total andocken, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen so eine faule Annahme ist, ne? So nach dem Motto, ihr alle, ihr in eurer Komfort. Ist ja, so süß. Wurde es auch verstanden. Also ja, kann ich voll verstehen. Also ich konnte das gut nachvollziehen und habe dann einfach den Begriff so erläutert, wie Hardy den jetzt auch erläutert hat. Und dann haben sie das eben auch verstanden, aber sie haben trotzdem darauf bestanden, dass dieser Begriff aus dem Leitbild der Stiftung gelöscht wird. Finde ich voll okay, weil im Endeffekt, also es ist auch in dieser Komfortzone kann es ja sein, dass es ganz viele Sachen gibt, die dir leicht fallen, die dir schwer fallen, wo eine Bewertung mit dran hängt. Und ich finde es halt immer so spannend, wenn man dann von außen kommt und sozusagen diese Diagnostik anlegt. So, ihr seid in der Komfortzone. Alle sagen so, sorry, aber wer bist du, dass du das jetzt beurteilen kannst? Ja, und also Komfortzone ist gleich Sofa. Das war die Annahme unserer Kollegin. Dörte, du meldest dich. Genau. Also ich wollte nochmal zu dem Begriff Komfortzone. Ich finde ja, Komfortzone ist nichts Schlechtes. Also ich finde es eine gute Idee, relativ oft in dieser Komfortzone zu sein und dann gelegentlich Ausflüge zu machen, aber dann auch wieder zurückzukommen, weil da draußen ist es ja auch anstrengend. Das heißt, ich glaube tatsächlich, man braucht irgendwie so eine Basis, so eine Komfortzone, wo ne, es eben nicht langweilig ist, also schon, aber ne, wo ich mich wohlfühle und dann kann ich Ausflüge machen und dann kann ich durch die Ausflüge sozusagen diesen Bereich erweitern. Ja, auch so Schutzzone-mäßig, ne? Also schon eine Basis. Sonst bin ich tatsächlich ja irgendwann, es ist ja total anstrengend, wenn ich immer da draußen bin. Ja, also, Entschuldigung, ich muss immer alles visualisieren. Ja, super, ist genau. Unter Umständen der schmerzhafte Weg, diesen Hopser da zu machen und anschließend fühlt es sich wieder komfortabel an. Oder wenn ich wieder zurückgehe, ist auch okay. Ja, aber was mir vorhin noch assoziiert ist, kenne ich natürlich auch. Komfortzone, da steckt natürlich auch eine Haltung dahinter. Wir dürfen es nicht komfortabel haben, steckt da dahinter. Und wenn ich sage, ich bin komfortabel, dann ist es ein Angriff. Es muss nämlich eigentlich schmerzen. Könnte es sein, dass so eine Haltung dahinter steckt. Eigentlich muss es schmerzhaft sein. Woher kommt meine Mutter? Also auf unser Team bezogen ist das mit Sicherheit nicht die Haltung, sondern also Fakt ist, dass die Leute alle bei 100% sind und überhaupt gar keine Zeit zum Lernen haben. Und das ist das eigentliche Problem, was dahinter steht. Und deswegen waren sie auch so angetriggert in dem Moment von dem Begriff Komfortzone, weil sie unisono gesagt haben, wir befinden uns in keiner Komfortzone, wir sind over limit. Darf ich euch mal was zeigen zum Stichwort psychologische Sicherheit? Ich habe ein ganz cooles, was ganz cooles gefunden. Moment, ich versuche das jetzt mal zum Präsentator werden. Könnt ihr jetzt sehen, was ich sehe? Oder wie läuft das? Das dauert ein bisschen, bis das hochgeladen ist. Ah, okay. Zweifelsfall, ne? Du musst. Präsentation verwenden. Oh, nee, okay, das macht er jetzt nicht. Du musst auf das Bildschirmsymbol gehen und dann dein Tab teilen.
Und dann. Unten rechts ist das Bildschirmsymbol. Ja, ja. Okay. Okay, vielen Dank, das hat geholfen. Jetzt seht ihr euch selber, ideal. Jetzt müsstet ihr hier was sehen, diese Four Stages of Psychological Safety. Habt ihr die schon mal gesehen? Ja. Die sind super interessant, weil die eben hier auch darauf eingehen, dass du, Komfortzone, verschiedene Sicherheitszonen, dass du hier in dieser zweiten sowas wie eine Art Lernzone hast, wo das Lernen zu dir hinfließt. Und dann erst bei der Stufe 3 hast du so eine Art, da kannst du beitragen und dann kommt hier dieser Innovation Threshold, wo du anfängst mit neuen Dingen und dann da oben kommt erst diese Idee, dass du Bestehendes überhaupt challengen willst. Mhm. Ja, das genau. Das finde ich sehr interessant. Ich würde euch jetzt gleich mal gerne dazu die Quelle dazu packen. Das ist nämlich, die sind eine Art neue Verständnis von psychologischer Sicherheit. Das wird auch teilweise so beschrieben in dem Buch von Erpenbeck und Heise zur Kompetenzentwicklung. Ist das grundsätzlich so, würdet ihr sagen? Weil ich erlebe eine ganze Reihe von Leuten, unsere Guides zum Beispiel, die auf so einer längeren Reise jetzt schon sind, die challengen alles. Also entweder sind die schon in dieser obersten Stufe oder sie sagen einfach mal grundsätzlich, alles, was heute Wissen ist, muss erstmal hinterfragt werden, ob das überhaupt unter den geänderten Rahmenbedingungen überhaupt noch Bestand hat. Mein spontaner Impuls ist, das jetzt zu challengen. Weil challenging die das vielleicht deshalb, weil das für die Komfortzone ist, die anderen zu challengen. Dann sind sie nämlich sich selber in Frage gestellt. Es ist ein Betriebssystem geworden, ja, das glaube ich. Also die Frage ist ja, Harald, dass eure Leute gelernt haben zu challengen. Ja. Das heißt, also um zu challengen, muss ich das auch das Challengen ja lernen. Und das braucht Routine. Das heißt, das, was in meinem Kopf vor sich geht, wann teile ich Wissen und wann entwickle ich das weiter, das ist ja auch ein Lernprozess, der sozusagen basal unter dem eigentlichen Lernprozess bezüglich des Expertenwissens jetzt liegt. Also ich glaube schon, dass man das differenzieren kann, dass ich einerseits so ein Habitus habe, in dem ich mich sicher fühle. Und das ist bei euren Ambassadoren oder wie ihr die nennt, Guides mit Sicherheit der Fall, weil sie diesen Prozess ja schon lange immer wieder durchlaufen haben. Das heißt, sie sind in so einer Routine drin. Das heißt aber nicht, dass ich auf das punktuelle Wissen also es sind für mich zwei Ebenen von Wissen. Einmal die Kompetenz, etwas weiterzugeben, also als Guide. Und zum Zweiten die Kompetenz, die ich erreiche, wenn ich mir Wissen aneigne und lerne. Und dann ich hätte da jetzt zu der Kompetenz oder zu dem Betriebssystem, wie ihr es genannt habt, Sachen in Frage zu stellen, auch auf der anderen Seite natürlich noch eine Kultur oder das Vertrauen, also die Vertrauensebene gesehen. Hier traue ich mich wirklich, Sachen anzuzweifeln, anzufragen, zu hinterfragen. Da bin ich total bei euch. Es gibt von Brené Brown gibt es ein ganz schönes Bild, die sagt immer Competent Mapmaker und Stumbling Fellow Traveler. Und es ist so schön, wie sie dann immer sagt, ich kann halt beides sein. Ich kann in manchen Kontexten, in manchen Bereichen bin ich halt wirklich eine kompetente Landkartenzeichnerin, wo ich auch die verschiedenen Lernziele und die verschiedenen Unterordnen kann ich alles irgendwie mappen. Und kann den anderen das hinhalten, kann sagen, guck mal, von da nach da wäre halt irgendwie strategisch auch so sinnvoll. Und in anderen Bereichen, in anderen, sie sagt immer Arena, in anderen Arenen im Leben, halt echt Faceplanting ohne Ende und ich habe ungefähr gar keinen Plan und ich bin halt voll die Reisende und auch mit ganz vielen Feedback-Loops und ich kann halt beides sein. Und das ist ganz hilfreich, einfach auch zu wissen, in welchem Kontext man denn dann was sein kann. Jetzt sind wir voll beim Thema, ne? Glaube ich. Über das wollte er sprechen. Also glaube ich jetzt mal. Und ich finde es jetzt sehr wertvoll, dass man
dass du das da so ansprichst, dass das nicht zu generalisieren ist, dass es für alle Domänen in deiner Persönlichkeit gleichermaßen gelten muss und für Kulturen oder Teams schon erst recht nicht. Aber einfach mal zuzulassen, dass ich hier womöglich eine Reife schon erreicht habe, wo ich brutal challengen kann und wo, wenn ich Menschen in Unternehmen anschaue, die haben teilweise eine Reife, die challengen völlig problemlos technische Probleme rauf und runter. Und sobald es irgendwo in einem Team ein Problem, eine Schwierigkeit gibt, dann sind sie irgendwo da in der Steinzeit-Menschen-Ära. Sie sind völlig hilflos oder es werden die Keulen ausgepackt. Je nach Entwicklungsfeld und Entwicklungslinie kann sich das halt ganz unterschiedlich ausprägen. Und das halte ich für eine große Schwierigkeit dieses generalisierenden Lernens, dass wir glauben, sorry, ich meine jetzt nicht euch, sondern Organisationen, dass sie glauben, sie können mit einem Plan One Fits All irgendwie eine Kulturtransformation oder sonst irgendwas hinkriegen. Das muss scheitern. Aus dem heraus, was du gesagt hast. Eine These. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass es Sinn macht, zu differenzieren und sich anzuschauen, in welchem Kontext bewege ich mich. Also und vor allen Dingen, also das, was ich immer mache, ich suche nach den Widerständen, die unter Umständen da sind, weil das ist meines Erachtens auch nicht zu unterschätzen, weil die ja nicht offen rumliegen, sondern die sind ja versteckt. Wozu machst du das? Also der Sinn der Sache ist, dass wenn ich die Widerstände kenne oder erkenne, ja, dann kann ich besser damit umgehen, beziehungsweise kann Angebote machen und das hinterfragen. Also warum hast du an der Stelle einen Widerstand oder warum habt ihr an der Stelle einen Widerstand? Und über diese Frage kommen wir dann eigentlich dahin, was behindert uns beim Lernen? Also welche Glaubenssätze hindern mich daran zu lernen? Also bei uns zum Beispiel höre ich immer wieder, dass Lernen anstrengend ist und dass es Stress macht und dass es on top ist. Und da würde ich gerne Interventionen tätigen, um das eben bei uns abzubauen. Weil ich glaube, dass es überhaupt nicht hilfreich ist. Also wir sind jetzt seit 18. März im Homeoffice und haben innerhalb von einer Woche Office 365 ausgerollt und die Leute waren total überlastet und haben einfach vergessen zu sehen, wie viel Mehrwert das hat. Also das ist jetzt vielleicht passt nicht genau zum Thema, aber ich finde, du hast aber zwei Sachen gesagt, also die für mich ganz stimmig sind. Also die Mitarbeiter sagen, deine Kollegen sagen, es ist Lernen on top. Sie sind bis zum Anschlag. Und da haben wir doch diesen Konflikt. Also wenn so viel zu tun ist, dann ist nicht die Muße, die Dinge, die da sind, zu verarbeiten. Lernen braucht Muße. Lernen braucht die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten. Das zu reflektieren, das zu verarbeiten. Und da signalisieren dir doch die Kollegen, das schaffen wir nicht. Und das ist ja auch das, was mit dieser Komfortzone-Diskussion dann hochgekocht ist. Ja, sicher. Ivi wollte noch was sagen. Und Harald auch. Danke, Silvia. Also wo ich ganz gute Erfahrungen mitmache, so aus der Strukturarbeit, ist, dass ich gar nicht so sehr in den Widerstand reingehe, weil der so eben wie so eine Sackgasse ja auch ein Stück weit funktioniert, wenn ich hier die ganze Zeit erzähle, warum bin ich im Widerstand, sondern ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem, wie oder was soll stattdessen sein. Ja, also wenn es so nicht sein soll, wie es jetzt ist, wie soll es denn sein und wie kannst du es denn gestalten? Und eben auch mit solchen systemischen Fragen wie,
kannst du dich eben aus der Vergangenheit daran erinnern, wann Lernen mal leicht war oder angenehm war und was war in dem Moment? Ja, also ja. Was war da anders, um so einen Transfer einfach auch so, also der Ressourcen, dieser Lernressourcen, die wir ja schon in uns haben, ne, die nur einfach dann nicht sichtbar sind, weil ich so in die falsche Richtung gucke. Genau, also da tatsächlich eher so Stärken und Ressourcen orientierende Fragen stellen, um ihm einfach die Möglichkeit zu geben, es doch zu gestalten, weil sie kommen ja nicht umhin. Ich kann ja den Widerstand, also das nützt mir ja nichts, da drauf zu gucken. Also ja, kann ich nicht das bedienen. Und den, also das, ich finde es auch nicht so sinnhaft, den zu bedienen. Okay. Ja. Stimmt. Ich versuche es mal ganz knapp zu machen, da drei Perspektiven drauf zu schmeißen. Das eine ist, ich erlebe, und das mache ich jetzt seit 2,5 Jahren, die Leute fragen, wie wichtig ihnen Lernen ist. Und es gibt jedes Mal fast ein eindeutiges Ergebnis. Ist euch Lernen wichtig? Fast 100% Zustimmung. Habt ihr es im Kalender drinstehen? In der Regel maximal 10-20%. Wenn ihr es im Kalender stehen hättet, verteidigt ihr es gegen irgendwas anderes? In der Regel 100% nein, wir verteidigen es nicht. So, und wenn ich diese drei Fragen hintereinander stelle, dann haben die meisten Leute erstmal so diesen Erweckungsmoment. Moment mal, ich sage, es ist wichtig, aber alles andere ist wichtiger. Und wenn es sich im Kalender drin steht, nach 4 Uhr, nach 5 Uhr abends fängt keiner mehr das Lernen an. Also den Weckruf, glaube ich, den muss man bei den Leuten erwirken erstmal. Dann kommt das Zweite, hatten wir gerade, woher kommt denn die Lernerfahrung? Sie kommt aus Schule, sie kommt aus Universität, sie kommt aus Prüfungen, aus Assessment-Centern und aus weiß der Teufel, ich muss beweisen, dass ich besser bin oder mindestens so und so gut. Das, was wir heute erleben als eine positive Lernerfahrung, ist Social Learning. Lernen miteinander, ohne dass es einen oben drüber gibt, der mich beurteilt, der mich verurteilt, der mir damit einen Schlüssel zu dem nächsten Zugang gibt. Also Lust am Lernen über Neugier, über Wollen, das zu erzeugen, ist natürlich im Corporate-Umfeld sehr schwer, besonders weil man da natürlich auf Systeme fokussiert und auf Sachen, die ich messen kann. Und das ist genau das Gegenteil, was ich bei Social Learning haben will. Und das Dritte nochmal dazu in Richtung Lernkultur. Wenn jemand heute den ganzen Tag in Meetings sitzt, muss er sich nicht rechtfertigen. Ich kenne kaum ein Unternehmen, wo sich jemand für Meetings sitzen rechtfertigen muss. Aber fürs Lernen, wenn jemand da sitzt und in seinem ESN in Jammer rumspielt oder einen TED-Talk hört oder einen Podcast hört, da kommt sofort irgendjemand vorbei und sagt, hast du nichts zu tun. Das heißt, die Verbindung, Lernen ist nicht produktiv. Das ist eine riesige Gefahr. Und solange es da, glaube ich, nicht Vorstände oder Leute gibt, die sagen, wenn wir da nicht investieren, dann gefährden wir nicht nur unsere Zukunft, sondern eigentlich morgen. Harald, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich arbeite bei der Helsana, da haben wir Alex eingeführt. Das ist so der Pendant, kleine Bruderschwester von Lex, der Deutschen Telekom. Und ich hatte vor einer Woche ein Gespräch mit jemandem aus dem HR. Und sie wollten, dass wir die Zeit, die die Leute in dem freiwilligen sozialen Lernformat verbringen, dass wir diese rapportieren, sprich sogar die Leute melden, wer dabei war, dass sie die Zeiten aufschreiben können, wo die Leute ihre Zeit verbringen. Also, ja, und genau daraus das, KPIs. Ja, aber genau, was du jetzt gesagt hast, das ist so spannend. Wobei, ich muss natürlich immer wieder dagegen stänkern. Ich weiß ja, dass Harald was anders meint, aber darauf zu vertrauen, dass die Firmen das einsehen und dann entsprechend fruchtbar wirken, das ist eine Facette. Als Graswurzler sage ich mal, wenn ich daran glaube, dass Lernen und jetzt Achtung, und für das Unternehmen Harald Lauritsch ist das Lernen auch wahnsinnig wichtig. Und es tue ich gut dran, mir da ein bisschen Zeit abzuschneiden. Und der andere Gedanke, Lernen braucht Muße, war vorhin gesagt, das ist genau das. Ich muss es akzeptieren, dass ich mir Ruheräume, Freiräume schaffen muss, weil ansonsten wird es, Eisenhower hätte es gesagt, wird aus diesem Nicht-Dringenden nie was Dringendes. Und Lernen ist immer nie dringend, weil es gibt immer irgendwas anderes zu tun. Und das ist eine Sache, die, also für mich zumindest war das ein Lernweg, mir dessen gewahr zu werden. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich jetzt Lernen fördern werde und fördere ganz einfach, indem ich solche Räume überhaupt versuche mal anzubieten, wo sowas sein darf. Anstatt, und da bin ich ganz mit Piwi, Widerstände zu thematisieren, treibt die Menschen, die Widerstände haben, nur noch mehr in die Widerstand.
Danke, Hardy. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist ein tolles Beispiel, was ich mit euch teilen möchte. Ich habe eine Business-Coachie, die ich begleiten darf. Und die hat von ihrem Arbeitgeber finanziert ein 7th-Week-Sabbatical. Die verhandelt jede siebte Woche inhaltlich arbeitsfrei, bezahlt vom Arbeitgeber, weil sie sagt, wenn ich nur operativ drin bin, ich arbeite nur im System, kann ich keine hilfreichen Impulse von außen mitbringen und kann das Team nicht mit frischer, mit neuer Energie inspirieren. Das funktioniert für mich nicht. Das heißt, die hat wirklich, und auch, also es ist eine ganz tolle, selber eine sehr lernneugierige Frau, die hat das ganz oben als Bedürfnis mit draufstehen. Und sagt auch, hey, also erstens, der Arbeitgeber hat was davon, ihr Sponsor sozusagen, das Team natürlich, sie, und trägt damit auch so die Flagge vor sich her, das Lernen halt, das ist ein intrinsisches Bedürfnis, nicht einfach nur so, mach's mal halt nebenbei, weil dein Arbeitgeber dir sagt, wäre halt mal wichtig gewesen, so. Das ist das eine, also es gibt Menschen da draußen, die das als Freelancerin mit in ihrem Arbeitsvertrag verhandeln. Just wanna say, so. Punkt 2, was ich gerade sehr cool finde, ich habe beim Julian Kea Training from the Back of the Room als Virtual Edition die Ausbildung machen dürfen. Und was mich da sehr fasziniert hat, war Lernen definiert als Wissen plus beobachtbare Verhaltensänderungen. Also nicht einfach nur, derjenige hat das gelernt, weil der hat jetzt irgendwie konsumentenmäßig das alles aufgesaugt, sondern der kann jetzt aus einer Basis von verschiedenen Optionen wählen oder der kann das definieren oder die haben darüber eine Kommunikation mit einem Artefakt als Entscheidungskriterium, was sie gemacht haben oder eine Dokumentation. Also Lernen als beobachtbares Ergebnis und nicht einfach nur als, naja, mach's ja eh nebenbei, passiert ja jedem von uns jeden Tag, weil jeder von uns hat ein Gehirn dabei. Super. Harald, du hast deine Hände gehoben und noch jemand. Getriggert ein bisschen auch von dem natürlich, was Hardy gesagt hat, finde ich es sehr wichtig, solche Sachen konkret zu machen. Vielleicht habt ihr da eine schöne Grafik. Ich bin selber am Suchen. Ich habe jetzt selber eine erstellt, weil ich sie nicht gefunden habe. Wir reden in der Regel in der Arbeit, in den Organisationen von Lernen immer nur von jemandem sagen, wie es geht. Und ich nehme dann immer das Beispiel vom Klavierspielen. Schwarze, weiße Tasten, oben die hohen Töne, unten die dunklen, fest draufdrücken, ist lauter Ton. Eigentlich habe ich jetzt erklärt, wie Klavier funktioniert. Und so gehen die Leute an Teams ran, so gehen die Leute an ihre Tools ran. Irgendwo hören sie so halbscharig ein bisschen, wie es geht. Und jetzt hätte ich ganz gerne eine Grafik, wo drin steht, es gibt, Lernen besteht aus. Ich kriege eine Information. Ich fange an, diese zu recherchieren. Ich übe. Ich reflektiere. Ich mache Fehler und komme auf ein nächstes Level. Ich stelle neue Fragen, weil jetzt merke ich plötzlich, es gibt auch noch Rhythmus und Noten und weiß was ich. Also, dass dieser Prozess des Lernens mal so ganz platt, ich weiß, ich mag es eigentlich selber nicht, aber so ganz platt mal aufgestellt wird, wo man sagt, so, das sind die Phasen. Und wenn ich dann die Übungsphase auch noch so lang mache, wie sie eigentlich sein müsste, dann wird eigentlich bewusst, dass über das Lernen, über das wir uns meistens unterhalten, nur dieser allererste Schritt ist, aha, da gibt es Teams und damit kann ich chatten. Jetzt habe ich es gelernt. Das hat aber eigentlich nichts mit dem gesamten Prozess zu tun. Und dann wird, glaube ich, die Tragweite klar, wie wenig wir eigentlich im Moment in dieses Lernen investieren, weil es eben nur dieser Informationsanteil am Anfang ist. Ja, also wer da eine Grafik hat, wo man mal den gesamten Lernprozess quasi irgendwie schematisch darstellt, dass man den mal als Grundlage nehmen und nicht nur Lernen als ein Paket irgendwie so ansieht oder eine einzelne Geschichte. Und das Zweite, wo ich konkret helfen kann, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, wenn ich viele Angebote mache, dann klappt es nicht. Ich mache im Moment eine ganz konkrete Ansage, 5% eurer Arbeitszeit, das sind 2 Stunden bei einer 40-Stunden-Woche. Das ist die Größenordnung, wo in der Regierung jeder schreit, das ist viel zu wenig Investition in die Zukunft, wenn wir vom Budget reden. Also 2 Stunden pro Woche, 10 Minuten, die setzt sich zusammen aus 10 Minuten Inspiration über soziale Netzwerke jeden Morgen, bevor man die Mails aufmacht. Also LinkedIn, Twitter, internes Enterprise, Social Media. Ich werde inspiriert. Ich sauge auf, was gibt es da draußen. Dann gehe ich mit dem, was ich da inspiriert habe, einmal in der Woche 1 Stunde in die Vertiefung davon. Ich schaue mir dann den Podcast an, den Link, den ich auf Twitter gesehen habe, oder ich höre mir irgendein, oder ich lese ein Buch oder was auch immer. Aber da mache ich die Vertiefung, gerne alleine oder zu mehreren. Und damit das Ganze teamfähig auch wird, in alle Meetings,
am liebsten auch in Wiederkehrende, diese dreiminütige oder fünfminütige Micro-Learning-Geschichte reinmachen. Dass ich ständig einen Impuls kriege, das ist für mich nicht Lernen eigentlich, sondern eigentlich neugierig machen. Schau mal, das geht. Ah, das kannst du auch. Oder, oh, das war aber einfach. Also dieses Paket, diese drei Lernmöglichkeiten versuche ich im Moment wirklich als Gesamtpaket ranzubringen unter der Prämisse, es sind 5% deiner Lernzeit. Wenn du die nicht investierst, wundere dich nicht, wenn du keine Zukunft mehr hast in der Firma oder in der Gesellschaft. Das ist sehr hart formuliert, aber ich sehe im Moment also weich probiere ich schon seit Jahren. Harald, schreib mal mit in die Notes rein. Es gibt ein geiles Buch, das heißt Understanding How We Learn. Das ist von 2019. Und die haben auf kognitiver Neurowissenschaften aufgebaut, die verschiedenen, super, super Visual Guide. Ich poste das hier mal mit rein. Vielleicht ist das ja was für dich. Sehr gerne, danke. Mhm. Ich habe da immer so ein bisschen den Gedanken, vielleicht weil ich nicht ursprünglich aus der Lernwelt oder Szene komme. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, dass ich das Gefühl habe, dass Lernen vorgegeben wird. Also eben zum Beispiel, du musst jetzt Teams lernen. Und ich verstehe eigentlich nicht, wieso man nicht von der anderen Seite ans Lernen rangeht. Dass man zum Beispiel sagt, ich stricke Aufgaben so, dass der Mitarbeiter zwangsläufig, um die Aufgabe erfolgreich erfüllen zu können, sich aktiv weiterbilden muss und seine eigenen Wege suchen muss. Also wieso sage ich ihm nicht, keine Ahnung, organisiere mal irgendwie eine Möglichkeit, dein Team remote zu treffen. Und er wird seine Wege finden, er wird seine Kreativität nutzen müssen, um sich das selbst zu erarbeiten. Stattdessen gehen die Organisationen her und sagen, okay, jetzt machen wir alle in einem Schwung 45 Minuten Teams-Training. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich, wie gesagt, ich komme vielleicht nicht aus der Welt, deshalb keine Ahnung, aber da tue ich mich jedes Mal ein bisschen schwer, weil ich mir denke, jetzt für mich, wie gesagt, Thema Wissensmanagement, das ist Non-Stop-Lernen. Mein Job ist wie, als würde ich den ganzen Tag lernen und deshalb schlafe ich auch jeden Abend auf der Couch ein, weil ich komplett erschöpft bin von Quellen suchen und Videos anschauen und ausprobieren und Experimente machen und so weiter. Aber das ist meine Arbeit, die das von mir verlangt und deshalb fällt es mir ja so leicht. Ich denke mir oft, Widerstände entstehen doch dann, wenn ich was tun muss, was ich eigentlich gar nicht will. Also wie kommt eine Person überhaupt in eine Situation, wo sie was lernen muss, was sie nicht lernen möchte? Das frage ich mich sozusagen. Ja, das war mein Wort zum Sonntag. Ich wollte zu Harald noch was sagen. Und zwar gibt es ja in diesem Lernprozess, sage ich jetzt mal, auch einen Punkt, der nennt sich Unsicherheit. Also wenn ich lerne, komme ich an einen Punkt, wo sozusagen mein bisheriges Gelerntes verunsichert wird oder durchbrochen wird oder zerbröselt wird. Und diesen Punkt muss ich sozusagen überstehen, um dann das Neue auch anwenden zu können, also zu initialisieren und anwenden zu können. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine Grafik dazu, da muss ich, die ist aber in Papier, die müsste ich dann irgendwie mal einscannen und euch zur Verfügung stellen. Aber es könnte sein, dass das Buch, was die Sabrina jetzt gerade empfohlen hat, dass das da noch aktueller abgebildet ist, weil das, was ich jetzt im Kopf habe, ist schon ein paar Jahre alt. Und das Zweite ist, was ich zu Franziska sagen wollte, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich persönlich auch diese Einstellung habe, dass ich für mich sage, alles ist Lernen. Ja, also Arbeit ist Lernen. Ich stelle aber fest, dass das eben bei anderen Menschen nicht so ist. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann ich die Menschen unterstützen, dahin zu kommen, dass alles Lernen ist und dass das auch Spaß macht und keine Belastung ist. Und meine Idee dazu ist, dass in dem Moment, in dem ich von meinen Ressourcen her 100% ausgefüllt bin, habe ich überhaupt gar keine Zeit für Neues.
Also die Projektleiter bei uns sind wirklich Oberkante, Unterlippe. Und das ist eher so systembedingt. Und da würde ich mir wünschen, dass die Geschäftsleitung endlich mal von ihren 52% Personalkosten runterkommt. Es wird ständig bei uns darüber diskutiert, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind, weil wir so einen hohen Personalkostenanteil haben. Und keiner macht sich darüber Gedanken, dass wir kein Produktionsbetrieb sind, sondern ein Wissensarbeiterbetrieb. Also ja, ich reg mich gerade so ein bisschen auf. Ich höre jetzt auf. Silvia, bevor du dich weiter aufregst und Franziska, ich hätte gerne noch, also ich würde euch gerne noch einen Impuls mitgeben zu dem Thema, also weil du es auch gerade sagst, Arbeit ist Lernen und Lernen ist Arbeit. Wenn ihr zufällig was auf dem Tisch habt zum Schreiben, dann nehmt euch doch mal einen Stift und ein Papier und malt mal zwei Quadrate auf. So, die können nebeneinander stehen. Ja. So, und was ich euch jetzt so aus dem Systemischen zeigen würde, ist, dass es einen Unterschied macht, ob ich sage, Lernen ist Arbeit und Arbeit ist Lernen. Und sich damit auch der Kontext und auch die Haltung dazu verändert. Also wenn ihr jetzt in den ersten, das erste Quadrat als allererstes Mal Arbeit irgendwo in diesem Quadrat reinschreibt. Ja. Hab ich. Habt. Und dann mal auf das Quadrat schaut und mal guckt, wo Lernen in diesem Quadrat noch Platz hat. War jetzt Arbeit als allererstes in dem Raum und Lernen ist dazugekommen. Und das ist eine andere Fragestellung. Bei mir war noch so viel Platz für Lernen. Ja, aber es ist eine andere Fragestellung, also ob ich also meine Arbeit mache und dabei lerne oder ob ich lerne und dabei Arbeit mache. Also wir sagen das immer so floskelhaft, ne? So beides ist beides, aber es macht einen Unterschied. Und damit ergibt sich auch ein anderer Kontext. Und Franziska, das zahlt so schön auf das ein, was du sagst, ja. Also, dass ich mir auch, also dessen gewahr sein muss. Also lerne ich jetzt und gebe ich mir die Erlaubnis zu lernen, genau, und arbeite dabei nebenher. Also lass schon etwas entstehen, ne? So. Genau. Oder arbeite, genau, ich und bin jetzt gezwungen, in diesem Arbeitsmodus zu lernen, ganz, genau, schnell, weil ich eigentlich was fertig kriegen will. Das sind zwei völlig unterschiedliche Situationen, die auch ein anderes Behavior verlangen, die andere Aufmerksamkeit verlangen, andere Methoden verlangen. Und das finde ich ganz wichtig in dem Kontext. Ich stimme da Silvia eben voll zu. Ich glaube, der erste Fall, wie du ihn gerade beschrieben hast, Piwi, ist, das ist super privilegiert in unserer Gesellschaft. Ja. Also zu lernen zu dürfen, woraus dann Arbeit entsteht, die ich verwenden darf, ist, glaube ich, super privilegiert. Und das ist genau das, wo ich eigentlich hinaus wollte. Ich meinte einfach nur, ich glaube, den Prozess zu zeigen, wie lerne ich, reicht gar nicht. Es ist eine strategische Frage der Unternehmen, ihre Tätigkeit umzuinterpretieren und in der Tätigkeit den Raum zu schaffen. Also ich stimme euch beiden voll zu. Das ist alles. Aber das ist eine schöne Frage, einfach auch, wenn ich jemanden darin im Lernen unterstützen möchte. Ne? So, also was machst du gerade? Arbeitest du und musst dir dabei was erarbeiten? Mhm. Also erlernen, ja, dann braucht es anderes, als wenn ich so wie Sabrina, wie du das vorhin gesagt hast, na, jemanden habe, die einfach wirklich so eine Zeit hat und daraus vielleicht sogar was entstehen kann. Ne? Dann bin ich ja näher so beim Experimentieren oder so. Ne? Harald, du wolltest noch was sagen? Ja, ich hatte im Chat geschrieben, ich glaube, ich finde das eine gute Fragestellung auch den Leuten gegenüber. Silvia, du hast gerade gemeint, dass ganz viele Leute überfordert sind und gar keine Zeit haben, weil so viel ist. Ich würde die Frage so formulieren, ist die Überforderung, ist es ein Ergebnis von, ich habe einfach die letzten 10 Jahre nicht genug gelernt, oder ist es eine Ursache in Form von was auch immer es ist? Also Wenn wir etwas regelmäßig tun und regelmäßig lernen, dann habe ich die Erfahrung, dass aus dieser ganzen Vielzahl von Dingen, aus dieser Revolution von Dingen, eigentlich eine Evolution wird, mit der ich ganz gut umgehen kann. Dazu brauche ich aber eine Kontinuität von Lernen. Wenn ich immer darauf warte, bis es nicht mehr anders geht, dann baut sich dieses Gap
von Dingen, die ich nicht kann, so stark auf, dass ich natürlich in eine Unsicherheit kommen muss, dass ich natürlich in eine fehlende Selbstwirksamkeit kommen muss, weil kein Mensch kann jetzt alles lernen über Blockchain und über das Enterprise Social Networking, über neue politische Systeme, über Corona, über alternative Energie. Das sind ja lauter viele Themen, die alle parallel laufen und in sich komplexer werden. Wenn ich aber parallel, und deswegen bin ich irgendwann auf dieses Lernfrühstück gekommen, sozusagen dieses tägliche, wenn ich da immer wieder ein bisschen was mache, dann kriege ich mit, und das habe ich mir dann auch mal angeschaut, wie lange dauert es denn von der, es kommt ein Thema hoch, bis jetzt muss es irgendwie jeder mal machen oder können. Und ich hatte das Gefühl, früher hat es halt so 30, 40 Jahre lang hat es geheißen, du musst Office-Kenntnisse haben. Das musste jeder haben, wenn er, egal in welcher Firma er war. So, und jetzt in den letzten Jahren reicht es halt nicht mehr aus. Da musst du halt dich auch mit sozialen Netzwerken auskennen. Da musst du dich auch mit Apps auskennen. Du musst dich auch auskennen mit vielleicht Big Data, vielleicht Blockchain, vielleicht sonst irgendwas. Und wenn ich mir die Einzelthemen aber anschaue, dann sind die alle seit mindestens 10 Jahren unterwegs. Das heißt, wenn ich in den 10 Jahren, sage ich jetzt mal 10-mal, nur 10 Minuten investiert hätte, was ist ein Blockchain überhaupt? Was kann ich damit machen? Wofür ist es? Wen spreche ich an, wenn ich dafür da Fragen habe? Dann kann ich da schon einen Grundstock an Wissen aufbauen, dass wenn morgen einer um die Ecke kommt und sagt, jetzt ist dein Job aber Blockchain zu machen, dann stehe ich da so, oh, Hilfe, was Blockchain? Und der andere sagt, naja, klar, ich weiß ja, wo ich hingehen muss. Also diese Kontinuität aufzubauen, ist, glaube ich, etwas, was wir den Leuten wieder zurückgeben können und sagen, diese Minischritte helfen dir aus dem Gefühl von Disruption, aus diesem Gefühl von Überforderung. Ich hätte da noch eine Idee. Also ich verstehe das sehr gut und ich wende das auch an, also für mich persönlich. Der Punkt ist aber, dass ich glaube, bei den Kolleginnen und Kollegen ist es unterschiedlich. Also die einen machen das genauso, wie du das beschreibst, ja, dass sie also fortlaufend lernen, insbesondere was zu ihrer Expertise gehört, was ich auch relativ normal finde. Also es muss nicht jeder sich mit Blockchain, für Blockchain interessieren. Und die sind auch relativ fit. Jetzt, wenn sowas ganz Neues und Plötzliches kommt, wie dieses Office 365 innerhalb von einer Woche. Also es war schon eine Herausforderung für viele. Und es gibt eben auch Kolleginnen und Kollegen, die seit 10 Jahren sagen, ich will mich nicht weiterentwickeln. Ich mache das, was ich habe und ich mache das, was ich brauche. Und die jetzt zum Zeitpunkt der Office 365 Einführung natürlich hinten weggefallen sind. Ne? Also da haben sich echte Dramen abgespielt. Ja? Also ich muss da jetzt nicht in Beispiele gehen. Aber wo ich dann auch gesagt habe, das, also jetzt durch die Blume, das seid ihr selber schuld, ja. Ich habe gerade nochmal was in den Chat gepostet, so auch wieder Stichwort Lösungsfokus. Also wir wissen ja, glaube ich, alle, dass es nicht hilft, den anderen zu sagen, ihr solltet jetzt mal mehr lernen, aber ihr habt es noch nicht verstanden, es funktioniert nicht. Ne? Also ich glaube, da sind wir alle kompetent genug, um zu wissen, dass es so leider halt nicht funktioniert, wenn man irgendwie mit dem Sollte-Finger wedelt. Und was mir da halt bei Solution Focus total hilft, ist wirklich mal eine Frage anzubieten, so okay, mal angenommen, es würde jetzt, also da geht es jetzt um der Chef meckert in diesem Beispiel im Chat. Mal angenommen, du würdest ein bisschen mehr lernen oder Lernzeit haben. Wozu würdest du die denn nutzen? Und wie würde dein Team darauf reagieren? Und was würdest du darauf sagen? Und dann bist du in so einer Diagnostik, also in einem Dialog über eine veränderte Zukunft, über eine andere erwünschte Zukunft. Und ja, damit kommen die Leute auf solche, ach so, ja, stimmt. Also die würden das ziemlich cool finden. Und mein Chef, glaube ich, auch. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, womit ich mich eigentlich beschäftigen würde. Vielleicht sollte ich mal aussuchen. Und das ist super interessant, diese Variante zu nutzen. Eine abgewandelte Wunderfrage. Ja, Steve DeShazer, der konnte was. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, weil in 5 Minuten ist die Verabschiedungsrunde. Ja. Es war toll mit euch, auch ohne Sessiongeber. Ich fand das auch super und wollte ein Foto von euch machen. Wäre das okay von uns allen? Ja, Maria, klar. Okay, 1, 2, 3. Super. Das ist ich hoffe, es wird gut. Nee, leider nicht. Ach, es hat nicht geklappt jetzt.
Nochmal ein zweiter Versuch. Lernen, lernen. So, bist du durch? Ja, super, es hat geklappt. Tschüss, bis später. Vielen Dank, ihr Lieben. Hat Spaß gemacht, super. Danke, Silvia, für die Eingangsfrage. Ciao. Ciao. Tschüss.